Gut gemacht, Kamerad. Aus dir wird mal was. Das können die nicht machen. Nicht mit Nikolai. Lassen Sie ihn. Nicht du, Nikolai. Ja. Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ich frage! Lassen Sie ihn! Was soll das? Fragen Sie ihn, wer die SS geholt hat. Du? Nikolai, kein Nächster dafür. Mich müssen Sie mitnehmen. Ich gehe. Damit ist keinem geholfen, wenn Sie sich jetzt zum Märtyrer machen. Ich gehe. Ich habe nicht verhindern können, dass Jannik erschossen wurde. Es tut mir sehr leid. Und das mit dem Essen. Ich werde mich darum kümmern. Sie werden in Zukunft alle genug zu essen haben. Wir sind hier gegen unseren Willen. Wir arbeiten bis zum Fallen und man behandelt uns ohne Respekt. Soll ich dankbar sein? Ich bin in friedlicher Absicht gekommen. Ich bin kein Knecht. Kein preußischer Sklave. Herr Bouvet, ich erwarte, dass keiner mehr von Ihren Leuten wegläuft, solange dieser Krieg dauert. Und ich verlange absolute Loyalität. Loyalität? Das ist ein Pakt auf beide Seiten. Sie haben hinter unserem Rücken einen Fluchtwagen gebaut. Wenn das rauskommt, sind wir wegen Defätismus alle am Galgen. Ist das die Loyalität, die Sie meinen? Jeder denkt nur ans Überleben in dieser Zeit, Comtesse. Hören Sie auf, mich Comtesse zu nennen. Aber Sie sind eine. Sie befehlen. Und wir gehorchen. Bei uns gibt es das nicht mehr. Und hier hoffentlich bald auch nicht mehr. Setzen Sie sich. Ihr Los ist nicht so schlecht bei uns. So gut, wie es sein kann. Ohne Freiheit. Ich verlange, dass Sie diesen Wagen zerstören. Sofort. Haben wir uns verstanden? Lena! Wir müssen los. Wie Sie befehlen, Comtesse. Heinrich! Ich weiß, ich bin schon... Die Stiefel! Mein Friedchen! Friedchen, Frau Kom, Frau Kom, noch einmal. Dr. Schramm nicht erreichen. Der ist im Lazarett. Es gibt keinen, der uns hilft. Trotzdem. Wir können nicht einfach gehen. Wir können nicht alles stehen und liegen lassen. Das geht nicht. Soll ich die junge Frau rübertragen? Hörst du denn jetzt nicht auf? Komm!
François. Vielleicht ist die Trauer um unsere Toten irgendwann größer als unser Hass. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Mein Bruder war 29, als er gefallen ist. Es war kurz vor Paris. Mein Bruder war erst 19. Auch wenn Sie mir nicht glauben. Ich habe nichts mit denen zu tun. Nein, niemand in Ihrer Klasse hat mit denen zu tun. Mit diesem Trick, dem dummen Nazi. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter. Ich würde immer alles tun, damit es ihr gut geht. Egal wie hoch der Preis dafür ist. Ich weiß. Sie haben doch keine Ahnung. Vielleicht habe ich keine Ahnung von Ihnen. Aber wir können einander doch wenigstens respektieren. Sie machen vor der Realität die Augen zu. Ihre Wahrheit und meine passen nicht zusammen. Weil Sie meine nicht respektieren. Oh doch. Ich respektiere Sie. Weil ich den Menschen achte, jeden Einzelnen. Weil ich in einer Welt lebe, in der man sich verantwortlich fühlt, in der es Traditionen gibt. Und deshalb heirate ich auch. Das geht Sie überhaupt nichts an. Nein. Es geht mich nichts an. Oder vielleicht auch. Wird sie nicht retten, Lena. Und schon ein